Hallo, dann bin ich wieder. Und diesmal gibt es wieder eine Verlosung. Ich weiß, es kommt jetzt sehr kurzfristig nach der letzten Verlosung. Aber ich habe ein schönes Buch zugeschickt bekommen, wovon ich vor, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatte ich davon ja, das E-Book gelesen. Und jetzt ist nun endlich das Buch als Taschenbuch rausgekommen. Und der Autor hat mir ein Exemplar zugeschickt, das ich auch gerne verlosen darf. Er hat auch eine Widmung reingeschrieben. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viel Spaß mit meinem Roman. Das sieht dann so aus. Und das Buch ist das hier. Ben Weber, Papa, Probetraining. Ja, ganz kurz nur zu dem Buch, weil es gibt schon eine Rezension von mir dazu, als ich das E-Book gelesen habe. Die verlinke ich euch in der Infobox zu meinem Blog. Und hier in diesem Buch geht es um Ben Weber selbst oder Benno Weber auch genannt. Und ja, er ist Fitnesstrainer und Hausmann. Seine Frau Susanne, ist Susanne? Ja, Susanne ist Lehrerin und sie hat einen Jungen in ihrer Klasse, der Leo heißt. Leo ist ein Pflegekind, wächst zurzeit bei Pflegeeltern auf und hat mit diesen Probleme. So bringt Susanne Leo einfach mal zu sich mit nach Hause und als Benno nach Hause kommt, sieht er diesen Jungen und zuerst ist er nicht so ganz begeistert von den Ideen seiner Frau. Ja, Benno lernt mit der Zeit Leo näher kennen, unternimmt mit ihm auch Sachen, auch weil seine Frau das gerne so hätte. Und ja, lernt diesen Jungen kennen und lieben und ja, erlebt viele spannende Sachen mit ihm, viele spannende Fragen, die nur Kinder stellen können. Ich sage jetzt mal, da kommen zum Beispiel, also ihm selbst kommen auch Fragen auf, wie zum Beispiel, können Schneeeulen tanzen? Isst man Pommes mit Senf? Oder fressen Löwen Fitnesstrainer? Ja, solche Fragen kommen ihm auf, als er mit dem kleinen Leo zusammen ist. Jetzt verlose ich dieses Buch. Ich möchte noch kurz anmerken zu diesem Cover. Lieber Ben Weber, ich muss ehrlich gestehen, dass mir das nicht so gut gefällt. Ich finde, also ich persönlich mag es so, also ich mag es nicht so, wenn Leute auf den Covern zu sehen sind. Und ich kenne ja dein Cover vom E-Book. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar ist das nämlich das hier. Also das ist jetzt ein bisschen hell irgendwie. Ich hoffe, ihr kennt es trotzdem gut. Weil das hier ist, finde ich, ein richtig süßes, richtig schönes Cover, was einem sofort so ins Auge springt. Und auch das passt irgendwie alles. Also dieses Papa-Probetraining und darunter dieser Junge und der ein Eisbällchen verloren hat. Das passt alles so toll zusammen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es geändert wurde in das hier. Ich meine, ich nehme an, Ben Weber, das bist du und das ist wahrscheinlich auch der Leo. Aber ich glaube allgemein, dass dieses Cover besser ankommt als dieses. Weil wenn ich in einem Buchladen bin, dann springt mir das hier sofort ins Auge. Aber das hier lasse ich eher links liegen. Nur so als, ja, ich weiß nicht, ob man Tipp sagen kann, aber das ist halt so meine Meinung. Das sind diese zwei verschiedenen Cover. Das hier war vom E-Book und das hier ist eben das Taschenbuch. Nichtsdestotrotz, der Inhalt ist super lustig, kann man nur empfehlen. Und da ich das schon gelesen habe, es als E-Book auch immer noch besitze, verlose ich dieses tolle Taschenbuch aus dem Books on Demand Verlag. Also ich finde, das ist super gemacht, das ist super gebunden. Also ich kenne andere Self-Publishing-Autoren, da ist das Buch nicht so toll, also, aber das hier sieht wirklich gut aus. So sieht das Ganze aus. Hat hier 224 Seiten. Ist ein sehr liebenswürdiger Roman. Empfehle ich jedem. Und was ihr dafür tun müsst, ist meinen Kanal abonnieren.
einen Kommentar drunter schreiben, warum ihr dieses Buch gerne lesen möchtet. Und dieses Mal ist auch nochmal was anderes bei dieser Verlosung, denn die geht auch über Facebook. Gerne können auch Leute mitmachen, die bei YouTube nicht angemeldet sind, deshalb vielleicht keine Kommentare hinterlassen können. Und ihr könnt gerne über Facebook meine Facebook-Seite liken, mir Bescheid sagen, dass ihr sie geliked habt mit was für einem Namen und mir dann per Facebook schreiben. Das verlinke ich euch auch noch unten, die Facebook-Seite. Okay, das war's dann. Das Gewinnspiel, bis wann soll denn das gehen? Ich bereite mich immer so schlecht vor auf solche Gewinnspiele. Das tut mir echt leid. Also, heute ist der 26. Dann geht dieses Gewinnspiel bis zum 16. August. Das ist nämlich ein Sonntag. 16. August, 12 Uhr. Bis dahin geht das Gewinnspiel. Und dann werde ich an diesem Tag auch auslosen. Da bin ich auch zu Hause, also werde ich dort auslosen können. So, damit war es das schon wieder. Ich hoffe, es machen viele Leute fleißig mit. Sagt mir, warum ihr dieses Buch unbedingt wollt. Und gerne könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, welches Cover ihr denn besser findet. Ob es jetzt dieses ist von einem Taschenbuch oder was ich eben gezeigt habe, dieses hier von dem E-Book. Da möchte ich gerne mal eure Meinung zuhören. Okay, dann viel Glück und einen schönen Abend noch. Tschüss!